العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا حرب وجهاد متقد ودم بالعزة قد نضحا العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لتبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه طريقي قد وضحا والقلب يسير به فرحا Salam alaikum, liebe Geschwister, hier ist nochmal euer Bruder Scheid. Ich habe von vielen Geschwistern in Facebook mitbekommen, oder besser gesagt, die haben mich angefragt und wollten gerne wissen, wie ich zum Islam gekommen bin und wie lange ich schon dabei bin. Und deswegen habe ich jetzt dieses kleine Video gemacht. Ich werde natürlich nicht ganz ausführlich sprechen können, weil das wird den Rahmen hier jetzt sprengen und mein Kameramann hat keinen Bock drauf, jetzt die Kamera so lange zu halten. Aber ich will es kurz und ausführlich halten, inshallah. Zuerst mal zu meiner Person. Ich werde in diesem Monat, inshallah, 31 Jahre alt. Bin vor ungefähr 9 Jahren zum Islam konvertiert, auch wenn einige denken, dass sie als Muslime geboren sind, das heißt, dass sie immer Muslime sind. Ja, ich bin nicht der Auffassung, das heißt, ich habe nicht danach gelebt, 22 Jahre lang meines Lebens. So gesehen war ich auch kein richtiger Muslim, ich habe mich gebetet, nicht gefastet. Ich habe zwar nur an Allah geglaubt, aber das haben die damaligen oder ich auch. Und deswegen, wie gesagt, bin ich mit 22 bin ich so zum Islam konvertiert. Oder besser gesagt, ich habe mich da hingesetzt und mir Gedanken gemacht über mein Leben. Ich hatte bis dato, also bis zum 22. Lebensjahr, habe ich ein sehr schönes, erfolgreiches Leben geführt. Zwar nicht mit Arbeiten, aber mit Illegalität und Kriminalität. Ich war ziemlich erfolgreich in dem, was ich gemacht habe. Und wie viele Jugendliche auch in meinem damaligen Alter, habe ich natürlich die Glückseligkeit oder die Zufriedenheit in meiner Seele nach Materialismus gesucht. Ob es jetzt Geld war, Autos war oder Frauen war oder halt die heftigsten Partys war damals. Ich habe sie alle gehabt, ja. Und als ich zu dem Punkt angekommen bin, wo ich das auch alles hatte, wirklich auch hatte, und ich gemerkt habe, dass es mich nicht glücklich gemacht hat, da haben schon die ersten Zweifel über dieses System, dieses von wegen, dass Materialismus glücklich macht, haben sich schon Zweifel in mein Herz gesehen. Aber ich habe mir natürlich nichts dabei gedacht und habe mir das schön getrunken, wie immer. Ne? Und in meiner Karriere als kriminellen Laufbahn habe ich natürlich sehr viele Flaxen gemacht und Faxen. Und aber Alhamdulillah, ich wurde nie erwischt. Zwar wurden meine Freunde wurden immer hops genommen oder andere, aber ich nie. Und für mich war das nicht kein Zufall, weil ich habe immer gemerkt, so, irgendwas hat mich davor bewahrt, irgendwas hat mich immer gerettet, immer in den letzten Sekunden und so. Und deswegen habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wer es sein konnte. Und da es in meinem Herzen immer schon verankert war, dass es natürlich Gott gibt, ja, bin ich auch davon ausgegangen, dass er es ist. Also ich habe mich nie an den Zufall geglaubt. Ja, und dann habe ich mich nach einer richtig krassen Aktion, habe ich dann gemerkt, so, boah, jetzt muss ich ihm dafür danken. Also das wäre auf jeden Fall 6 bis 7 Jahre Knast gewesen, aber ich wurde Alhamdulillah davon rausgeholt, besser gesagt von der Verhandlung. Und dann habe ich gesagt, guck mal, ich werde jetzt dem lieben Gott so danken, wie er es von mir verlangt. Also ich hab mich hingesetzt, morgens früh bin ich aufgewacht von meinem Rausch und dann habe ich mir gesagt, guck mal, ey, gestern Abend war so heftig und ich wurde nicht erwischt und die anderen Jungs sind draufgegangen. Ich will mich bei demjenigen, der mir das, sag ich mal, gewährt hat, dass ich halt, wie gesagt, nicht hops genommen worden bin, will ich mich jetzt dankbar erzeigen, ja. Und dann habe ich natürlich gefragt, so, ja, was ist denn jetzt, wie kann ich das am besten machen? Ich wollte natürlich nicht wie alle anderen so einfach sagen, ja, Alhamdulillah oder danke Gott oder so. Ich wollte auf eine Art und Weise ihm danken, wie er es möchte. Das war mein erster Gedanke. Dann habe ich mich natürlich mit allen Religionen fast auseinandergesetzt. Als allererstes gar nicht mal mit dem Islam, sondern ich habe mich über das Judentum informiert, dann über das Christentum. Und ich habe in diesen ganzen Religionen festgestellt, so, dass da sehr viele Fehler sind. Und für mich war immer so ein Hauptpunkt, dass ich sage, Gottes Religion muss perfekt sein, weil er selber war immer in meinem Kopf perfekt. Das heißt, seine Religion muss auch perfekt sein, bis ich zum Schluss zum Islam gekommen bin. So, als ich dann zum Islam gekommen bin, bin ich zuerst mal in so einer iranischen Sekte gelandet, die heißt Khanava. Ja? Das ist, glaube ich, irgendwas mit Sufi und Darwish und keine Ahnung was. Da sitzen Männer und Frauen zusammen und da ist so ein Prediger aus Amerika im Fernsehen und der ist am Sprechen und am Debattieren und alle hören zu. Und das ist so eine schöne familiäre Situation. Aber ich habe mich da irgendwie nicht so wohl gefühlt, obwohl alle waren herzlich, sehr nett und zuvorkommend. Aber das war nicht das, wonach ich gesucht habe.
Dann habe ich mich mit dem Schiitentum beschäftigt und habe mich da ein bisschen angeeignet. Da kam mir die Sache ein bisschen näher, also habe ich mich ein bisschen mehr wohlgefühlt in der Sache. Ich war auch in Iran, in den heiligen Städten von denen so. Da habe ich mich auch weiter so mit so Wissenden von denen auseinandergesetzt und habe mir Informationen geholt. Aber ich war immer noch nicht so ganz zufrieden, weil bei den Schiiten war immer das Problem, dass immer halt wie gesagt Ahlul Bayt, Ahlul Bayt, Ahlul Bayt, die wir natürlich auch sehr lieben und schätzen und ehren, wie es halt ein Muslim sein muss. Aber es hat immer gefehlt, Allah und Gesandter, und immer waren andere Menschen wichtiger. Bis ich mir irgendwann den Koran auf Deutsch gekauft habe. Ich saß zu Hause und habe den Koran gelesen und ich habe in sehr vielen Versen, natürlich habe ich wie alle anderen auch am Anfang nichts verstanden, also nicht viel, sondern nur einige Verse, einige Suchen, einige Alten verstanden, nicht das Komplette. Aber ich habe nicht aufgegeben, ich habe weitergelesen. Und als ich dann gelesen habe, habe ich immer trotzdem festgestellt, dass immer folgt dem Gesandten, gehorcht dem Gesandten. Wenn ihr wollt, dass Allah euch liebt, dann müsst ihr den Gesandten folgen. Auf jeden Fall, ich habe viel, viel davon gelesen. Und bei den Schiiten kam sehr wenig vom Gesandten vor. Allein schon, ich sage ein dummes Beispiel, aber ich bringe es mal. Wenn man in Iran in ein Geschäft reingeht, da sagen die nicht Salamu alaikum oder so, da sagen die Ya Ali. Sagt einer Ya Allah, sagt Ya Ali. Oder halt solche Sachen, die haben mich so ein bisschen abgeneigt. Weil ich habe nie diese Sachen gehört wie Allah oder Prophet. Natürlich, wir lieben die Sahaba und auch die Kalifen und auch Ahlul Bayt, aber es hat nicht mein Herz bewegt, so wie es sein wollte, also wie ich danach gesucht habe. Ja, auf jeden Fall zurückzukommen zum Koran. Ich habe mir den Koran geholt auf Deutsch und habe es gelesen und habe sehr oft das festgestellt. Dann hat mich natürlich, weil ich nie ein Mensch war, der immer alles leicht auf sich genommen hat oder einfach leicht zu manipulieren war, habe ich mir die Frage gestellt, guck mal, wenn Allah der Gerechte ist und der Barmherzige ist, was immer mein Fundament war, aber es ist doch irgendwie ungerecht, wenn ich jetzt den Propheten Muhammad soll zu mich bei mir habe, aber er sagt im Koran, ich soll ihm folgen, 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 aber ich kann das nicht. Das ist auf eine Art und Weise, war es für mich halt sehr ungerecht. Bis ich irgendwann zu einem Bruder in der Moschee hier in München-Gladbach kam und ich habe ihn danach gefragt, so, hör mal, wie kann ich denn herausfinden, wie der Prophet Muhammad reagiert hat, gelebt hat, was er gemacht hat, weil ich sag mal, über den iranischen König Kurosh oder alle anderen großen Könige von anderen Ländern, da gibt es Biografien und weiß ich nicht was, von so einer wichtigen Person wie dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muss es doch natürlich auch was geben. Ja, dann haben die mir gesagt, ja, guck mal, es gibt die Hadithe und es gibt so, Bukhari, Muslim und so. Wow, habe ich gesagt, korrekt. Dann habe ich mir die gekauft, habe ich durchgelesen und so. Und natürlich war ich ein sehr skeptischer Mensch, ja. Weil für mich waren das alles so Muslime und streng und ich wollte nie so sein. Ich wollte mich ja eigentlich, mein Ziel war es ja, ihm nur zu bedanken, auf eine Art und Weise, wie es will. Aber mich dann gar nicht vertiefen oder so, ja. Und ich habe es gelesen, gelesen und ich habe gemerkt, so wie ich diese Sachen akzeptiere und wie meine Seele dadurch ruhig wird und das annimmt, ohne Gegenwehr, ja. Und ich habe wie ein Schiite immer noch gebetet und so in der Moschee und keiner von den Jungs, Mashallah, hat sich gegen mich gestellt oder hat irgendwie so, ey, du bist falsch, ey, das ist so, gar nicht. Die haben mich akzeptiert, toleriert, obwohl sie wussten, dass es falsch ist, was ich am machen bin, aber sie haben es mich nicht merken lassen, ja, sie haben mich herzlich aufgenommen. Ja, bis ich irgendwann dazu gekommen bin und gemerkt habe, immer zu dem Weg, den ich bis jetzt am Gehen bin, der ist ja voll falsch. Fürsprache bei den Toten, Aberglaube, bis der Arzt kommt. Ich sage euch mal ein Beispiel, zum Beispiel bei Imam Reza, in seiner großen Moschee in Mashhad, da gibt es einen Sari, das ist so wie ein Käfig aufgebaut, ja, außerhalb der Moschee. Und man sagt, wer sich dort anbindet, bekommt Schafat. Ja. Diese Sachen waren mir sowieso immer unplausibel, aber ich habe daran geglaubt, weil ich war naiv und das hat mich da angezogen, weil dieses Mystische ist immer so schön. Auf jeden Fall, dann habe ich gemerkt, dass diese Sachen alle so im Nachhinein durch das Lesen der Hadith und so und natürlich durch Unterrichte, die ich mit teilgenommen habe, dass das alles voll falsch ist und so. Ja, und dann habe ich mich halt, wie gesagt, vom Schiitentum abgekapselt und habe mich mehr über die Sunna informiert. Und das hat mich natürlich auch viel mehr angenommen. Ja, auf jeden Fall, dann... Ich war so lange zu Hause und habe mich mit Büchern beschäftigt, dass mein Vater dachte, die Kripo wähnte mir her. Weil ich war auf einmal von einer, der fünfmal die Woche Party gemacht hat, ja. Der einzige Tag, wo ich keine Party gemacht habe, das war der damalige Dienstag, ja. Weil damals gab es nichts dienstags. Da war zu, ansonsten hätte ich auch da Party gemacht. Aber Sonntag, Samstag, Freitag, Donnerstag, Mittwoch, Montag war immer Party. Immer Party bei mir, ja. So ein Typ war ich. Auf jeden Fall, mein Vater dachte, kommt eines Tages in mein Zimmer und sagt, ey Junge, was machst du, wer verfolgt dich? Ist die Kripo wieder hinter dir oder was ist los? Ambach, weil ich habe Fernseher ausgemacht, ich war nur Bücher am Lesen, ja. Ich habe denen erklärt, nein, ich will mir nur ein bisschen aneignen und der Fernseher lenkt mich ab, weil wenn ich jetzt Fernseher anlaufen lasse im Hintergrund und ich bin sowieso keiner so, dass ich damals Sachen schnell merken konnte, der hätte mich schon abgelehnt. Zurückzukommen, auf jeden Fall habe ich gelesen, gelesen, gelesen und ich habe gemerkt so, wie es mich glücklich macht und zufrieden macht. Ohne, dass ich danach gesucht habe, habe ich es bekommen. Und
Ja, und dann habe ich halt natürlich herausgefunden, was Allah von mir will. Weil nachdem ich den Koran gelesen habe, habe ich gemerkt, so, wow, das will Allah, das mag er nicht, das mag er nicht halt. Und habe auch danach gelegt, angefangen, so ein bisschen danach zu leben. Und ich habe gemerkt, so, wie es mich immer glücklicher und zufriedener macht. Also, wie es mein Leben auch zum Positiven verändert. Ja, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass Schiitentum falsch ist, dass ich das dann abgelegt habe. Und dann nach der Sunna gelebt habe, des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so gut wie ich konnte. Ja, und das war der Weg von mir, wie ich zum Islam gekommen bin. Und seitdem bin ich geblieben. Also ich habe nie wieder den Weg zurückgesucht. Natürlich haben einige Freunde immer wieder so ein bisschen Negativparty gemacht. Ey, du hast dich verändert, du bist so geworden. Aber ich sag mal, irgendwann kommt der Punkt, wo jeder Mensch nach sich selber, an sich selber, sag ich mal, also nach seinem Wohlbelangen oder nach seinem Wohlbefinden muss er halt denken. Und ich kann nicht immer an meine Freunde denken, wenn die mich weiß, dass sie mich zum Schlechten ziehen. Ja? Und die haben sich natürlich etwas von mir distanziert. Fand ich auch sehr traurig und ich habe auch meine alten Freunde verloren. Aber das Gute war, ich habe Freunde verloren, aber Brüder gewonnen. Ja? Weil der Islam, der gibt nicht Freunde, sondern der gibt Brüder. Und wie gesagt, ich habe meine alten Freunde zur Seite gelegt und habe neue Brüder gefunden. Ja, und seitdem bin ich jetzt, Alhamdulillah, bei den Brüdern hier in München-Gladbach. Und möge Allah auch die Gelehrten, die mit mir sehr viel Geduld hatten, weil ich habe sie totgefuckt. Und es kam sogar einmal vor, dass ich mich mal mit so einem Schuluch habe ich mich mal erschlagen wollen, weil auf einmal sagte zu mir, deine Schiiten sind Kuffar. Und ich habe mich dann so angegriffen gefühlt, weil ich sehe, mein Onkel ist voll der nette Mensch und voll zuvorkommend und so. Und er sagte zu mir, ist Kafir, weißt du? Und dann habe ich natürlich in der Moschee nicht aufgestanden am Anfang und dann hätte ich den beinahe gegeben, weil ich halt emotional halt gedacht habe, warum beleidigt er meine Verwandten? Wie gesagt, das war mein ganz kurzer Weg zum Islam. Inshallah war das ein bisschen ausführreich und ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Sollten irgendwelche Fragen sein oder so, könnt ihr mich immer gerne noch anschreiben. Das ist, wie gesagt, die Wahrheit. Ja? Es geht keinen Weg vorbei. Deswegen, praktiziert, nehmt den Islam an und bei Allah, ich schwöre euch, es wird euch eine Zufriedenheit geben, die nicht mit Mädels kommt, die nicht mit Crack kommt, Drogen, Alkohol, Party, gar nichts. Ja? Ich schwöre euch, Allah, nichts wird euch so zufriedenstellen und glücklich machen wie der Islam. Nichts. Und nachdem ihr die Wahrheit erkannt habt, könnt ihr euch als klar denkender Mensch zurückgehen. Inshallah. Das war's. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Euer Brudi.